Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 meines Custom Pack Let's Plays. In der letzten Aufnahme habe ich keine Ahnung mehr, was wir gut gemacht haben. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben die Übertools hier fertiggestellt. Genau, den ersten Anfang meiner Übertools haben wir gemacht. Und in der Zwischenzeit bin ich eine Menge durch die Gegend gelaufen. Also wirklich eine gigantische Menge. Ich habe eine riesen Map inzwischen, wie man sieht. Das ist meine Map, die ich erkundet habe inzwischen. Also man sieht, ich habe eine Menge getan. Außerdem habe ich einen Obelisken, eine Art Obelisk entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde. Ich glaube eher nicht. Wenn ich ihn wieder finde, zeige ich ihn euch auf jeden Fall nochmal. Und zwar war das ein Obelisk vom Crimson Cult aus Thorncraft. Und von dem habe ich ein paar Viecher gekillt. Von den Wächtern habe ich ein paar Viecher gekillt. Und habe dann so ein wunderbares Buch bekommen. Das könnt ihr rechtsklicken. In meinem Falle habe ich das schon getan, dummerweise, aber naja. Und dann steht dort unten, you have gained warp und you have gained permanent warp. Und ihr habt dann ein kleines bisschen mehr Research bekommen. Und zwar, wenn ihr in euer Pharmenomicon guckt, seht ihr hier The Crimson Cult. Die Seite könnt ihr euch durchlesen, ihr könnt jetzt das Video kurz pausieren. Oder, ja, euch das selber irgendwie holen, wenn ihr es auf Deutsch lesen wollt, weil ich habe keinen Bock, es zu übersetzen. Ich bin unglaublich schlecht im Übersetzen. Ich weiß zwar, was da steht und ich kann es auch verstehen, aber ich kann es nicht übersetzen. Gut. Ja. Was ich jetzt also als nächstes machen möchte, ist zuallererst mal, mich nervt es extrem, dass ich so langsam Erde und Holz vor allem abbauen kann. Ich habe zwar jetzt ein cooles Mattock, mit dem ich episch schnell auch Holz abbauen kann, aber mich nervt es trotzdem noch, denn ich muss hier schließlich jeden einzelnen Holzblock einzeln abbauen. Also hätte ich gerne etwas, womit ich das nicht mehr tun muss, sondern womit ich einfach einen kompletten Baum auf einmal abbauen kann. Und das kann ich mit der Lumber Axe, die wir ja zum Glück freigeschaltet haben, dank diesem Zeug hier. Um aber eine Lumber Axe zu bekommen, wollte ich eigentlich von Anfang an Kobalt nehmen. Aber wir haben längst nicht genug Kobalt, um das in Ansätzen auch nur hinzubekommen, was ich möchte. Und da wir noch nicht fliegen können und der Nether noch relativ gefährlich für uns ist, nicht unglaublich gefährlich, aber immer noch relativ gefährlich für uns ist, habe ich mir gedacht, ja gut, ganz ehrlich, scheiß drauf, ich mache was Neues. Denn ich meine, ich habe so viele Rohstoffe und ich bekomme so leicht so viele Rohstoffe, dass ich mir gedacht habe, gut, ich mache einfach eine zweite aus ein bisschen billigerem Material. Und zwar habe ich mich entschieden, ich nehme Bronze, Obsidian und Netherrack als Materialien. Bronze für die Large Plate und den Head. Ihr seht ja, wir brauchen einmal den Head und einmal eine Large Plate. Die nehme ich beide Bronze. Dann nehme ich für das Binding Obsidian und für die Tool Rod nehme ich Netherrack. Der Trick, warum ich Bronze nehme und nicht Eisen, ist, dass Bronze zwar in allen Sachen genau gleich ist wie Eisen, außer in einer Sache und das ist die Durability. Wenn wir uns mal angucken, die Durability von Eisen ist 250, Hand Modifiers 1,3, 6,0 Mining Speed, Mining Level 2, Base Attack 1, Reinforced 1. Und jetzt gucken wir uns mal Bronze dazu an. Hat das 550 Durability, also nochmal 200 mehr, 250 mehr. Schilder vergessen. 300 mehr. 300 mehr Durability. 300 mehr Durability. Und Mining Speed von 8 sogar. Mining Speed von 8. Also Bronze hat Mining Speed 8, das heißt 2 schneller als Eisen. Und hat eine Durability von 550 statt 300. Ne, 250. 250 und das hier hat 550. Miep. Hat den gleichen Handle Modifier, aber das war mir jetzt egal. Reinforced ist Reinforced Level 1, das ist beides gleich. Base Attack ist 1, Mining Level ist 2, klar. Aber halt Eisen hat nur Geschwindigkeit 6. Und Durability 250 und Bronze hat 550 und 8. Also Bronze ist nicht nur schneller, sondern hat auch noch mehr Durability. Und das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Grund, warum man Bronze nehmen sollte. Zweiter Grund, wir haben wesentlich mehr Kupfer und Zinn als Eisen. Na gut, 14 Blöcke Eisen. Aber Eisen braucht man. Eisen braucht man mehr als Bronze, beziehungsweise halt den Rest davon. Also machen wir uns jetzt erstmal zwei Large Plates aus Bronze. Was es wieder ewig dauert, weil das Zeug so langsam fließt. Sieht aber übrigens meiner Meinung nach echt cool aus, wenn das da runterfließt. Zack, nächster. Und da müssen wir dringend mal umziehen. So langsam wird es in dieser Höhle echt zu klein.
So, dann haben wir die. Brauchen wir noch nicht die. Und die. Einmal den. Zack. Und einmal den. Und damit sollten wir dann alles haben, was wir erstmal brauchen an Bronzezeug. Zack. Eigentlich finde ich das auch unlogisch. Im realen Leben, soweit ich weiß, Bronze schlechter als Eisen. Weil die Bronzezeit kam vor der Eisenzeit. Und somit müsste Bronze eigentlich, ich glaube, Bronze ist weicher als Eisen oder so. So was in der Art. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, ich habe da mal was gehört. Gefährliches Halbwissen. Hashtag gefährliches Halbwissen wohl eher. Ah, dieses Mal klappt das sogar mit dem Obsidian abfüllen. Hey. Und wir haben zwei Tough Bindings aus Obsidian. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Tutors aus Netherrack. Warum ich Netherrack nehme, das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Nicht gesagt, aber gezeigt. Das war schlau. Sehr schlau sogar. Netherrack hatte einen Handle Modifier von 1,2. Und den Mining Trade Stonebound. Soweit ich weiß. Ich glaube Stonebound, oder? Was mache ich da eigentlich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich wollte eigentlich eine Tough Rod. So. Ihr seht Stonebound und Handle Modifier 1,2. Nicht ganz so gut wie Metalle, die haben 1,3. Aber immer noch besser als Holz mit nur 1,0. Und wir haben genug davon. Wir haben sogar mehr Netherrack als Holz. Also warum nicht? So, dann nehmen wir uns mal die Zack, Zack, Zack. Und haben eine Lumber Axe mit 3000 Durability, ein Mining Speed von 6,4. Ein Bonus von 3,2. Das ist nämlich Netherrack. Das ist ja Stonebound. Ich habe euch ja schon mal erzählt. Stonebound, umso kaputter das Tool, umso schneller der Mining Speed, oder umso höher der Mining Speed, kann man auch sagen. Und dann machen wir uns mal eine Bronze Lumber Axe. Und ja, ich weiß, jetzt habe ich sie nicht benannt, das ist mir auch relativ egal, weil das ist ja noch nicht mein endgültiges Tool. Es gibt bald noch ein besseres, sobald ich besseres Zeug habe. Und dieses Tools packe ich jetzt in mein Belt rein. Denn das hier kommt erstmal raus, dann kommt hier die Schaufel kann dahin, die Axt dann dahin. Und der Crescent Hammer, na gut, der Bow kann eigentlich dann hier hin. Später kommt hier nämlich noch ein anderes Schwert, glaube ich, hin. Ich bin ziemlich sicher, dass ich da noch ein anderes Schwert hinpacken will. Ein Bucket, naja, sollte man doch immer dabei haben. Aber ein Crescent Hammer, aber den Crescent Hammer, naja, kann auch hier hin. Den brauche ich wenigstens nicht hier rumzuschleppen. Das Thermometer werde ich jetzt wohl kaum noch brauchen, aber ich behalte es trotzdem mal im Inventar. Oder sogar im Belt. Und den Crescent Hammer werden wir halt erst wieder richtig brauchen, wenn wir anfangen mit Maschinen. Dann werden wir ihn öfter brauchen. Wahrscheinlich kommt hier erstmal standardmäßig dann später der Wand hin, wenn wir einen Gold Wand oder so haben, oder noch besseren. Denn den werden wir wahrscheinlich häufiger benutzen müssen als den Crescent Hammer. Oder Crescent oder wie auch immer man das ausspricht. So, was ich jetzt als nächstes machen möchte, nachdem ich diese wunderbare Lumber-Axe gemacht habe, ist mir ein Crafted Saddle aus meinem Saddle herzustellen, den ich sowieso im Dungeon gefunden habe. Aber nur aus einem, denn den zweiten Saddle brauche ich noch. Oder ich müsste mal was ausprobieren. Ich habe jetzt dieses wunderbare Pferd. Das ist ein Vanilla-Pferd. Kann ich dem einen Craftable? Nö. Aber ich gebe ihm einen normalen Sattel. Zack. Jetzt kann ich darauf reiten. Ich Idiot, warum habe ich das noch nie früher gemacht? Ganz ehrlich, ich bin die ganze Zeit, ich bin die gesamte Karte abgelaufen. Und das alles mit dem ganz billigen, normalen Vanilla-Speed. Mit dem Speed bin ich die ganze Zeit gelaufen. Denn die Rüstung hier, wenn ihr mal genau vergleicht, gibt keinen Run-Speed. Die gibt Schwimmen schneller, die gibt euch Zoom, die gibt euch Hochjump und, ja. Also gibt euch zwei hohe Sprünge, die gibt euch schnelles Schwimmen, die gibt euch die Zoom-Sache hier und die gibt euch den High-Step, also halt Apple-Step-Assist. Aber sie gibt euch leider keinen Movement-Speed-Verbesserung. Dafür müssen wir uns noch ein anderes Item machen, was ich wahrscheinlich, nachdem ich das Haus gebaut habe, als nächstes angehen werde. Aber so lange können wir doch einfach ein Pferd benutzen. Denn das ist sowieso viel schneller und hat von alleine Uphill Step Assist. Pferde haben wir von alleine Uphill Step Assist.
Jetzt kriegt mein Pferd Nausea. Nee, ich. Toll. Und ich merke überhaupt nicht, dass das Pferd eigentlich viel, gar nicht so viel schneller ist. Eieiei. Es gibt auf jeden Fall bessere Vanilla-Pferde, ich weiß das. Ich habe mal, Folia hat, glaube ich, mal in einer Vanilla-Welt, die wir mit Sunny zusammen auf seinem Server hatten, hat er, glaube ich, mal ein Pferd, das hier unten die Herzen irgendwie bis hier hat oder so, oder zumindest zwei Reihen Herzen hatte. Das war ein weißes Pferd. Ich weiß nicht, ob alle weißen Pferde so gut sind, aber auf jeden Fall, ja, ist es schon geil. So, jetzt stecken wir von diesem Pferd ab. Mit Shift könnt ihr absteigen, das war Vanilla, deswegen brauche ich das jetzt eigentlich nicht zu erklären. Na, wie komme ich denn jetzt nochmal ins Inventar ran? Shift-Rechtsklick. Eine Pferderüstung haben wir leider noch nicht, das heißt, die können wir auch einfach mal vergessen. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich nehme mein Golden Lissu und zack, da haben wir ein normales More Creatures Viech. Dem müssen wir, damit wir es zähmen können, erst den Sattel aufsetzen und dann geben wir ihm einen Apfel. Und jetzt können wir das Viech benennen. Wie wollen wir das denn nennen? Brownie klingt scheiße. Ich bin nicht so der Typ, der Viecher benennt. Ich würde es jetzt eiskalt Tier 1 oder so, Tier 2 so nennen, einfach nur um zu wissen, welches das ist, aber es ist, glaube ich, ein bisschen mies als Name. Ich guck mal. Ich bin einfach nicht gut mit Namen. So. Irgendwas muss man ja schreiben können. Hey, hi Pferd. Und wir haben ein neues Pferd. Das hat irgendwie mal so gar nichts an Herzen da unten. Es hält mal gar nichts aus. Und nein, nein, böser Creeper. Wag es ja nicht. Alter! Was meint der, wie lange ich gebraucht habe, diese elenden Viecher wegzu... Ja... Das ist das Problem, wenn man Attack Horses anhat. Die Viecher greifen anscheinend auch an, wenn man... Na toll. Jetzt darf ich wieder suchen. Yay! Toll. Gut. Mache ich auf Camera. Und das zu bauen auch. Jetzt möchte ich euch erst noch mal ganz kurz zeigen, was denn eigentlich dieses tolle Teil hier macht, das Lumberex heißt. Und zwar probieren wir es doch mal aus, wenn wir jetzt uns erstmal ein bisschen hochbauen. Und dann Lumberex aktivieren und sagen, hey! Und wir haben uns. So. So einfach ist das, wenn man einen Lumberex hat. Es ist nur warten, bis der Baum despawnt und dann haben wir alles an Holz. Was wir jemals brauchen werden. Naja gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber heute haben wir dann eine gute Menge Holz. Und das können wir außerdem ja noch mit mehr Bäumen machen, die hier rumstehen, weil sie sinnlos sind. So. Gut, also ich werde noch mal ein paar Bäume abbauen. Ich finde diese Axt auf jeden Fall episch. Das ist eine der besten Erfindungen aus Tinkers überhaupt. Und du hältst die Schnauze. Du hältst die Schnauze, sagte ich. Du bist Viech. Einmal die Pfeile einordnen. Na komm. Komm schon. Boom. Einfach nur geil. Aber ihr seht auch, dass jeder einzelne Block auch tatsächlich Schaden macht. Deswegen hat das Ding auch so extrem viel Durability. 3000 klingt erstmal extrem viel, ist es aber gar nicht, wenn man bedenkt, dass das Teil tatsächlich jeden Baumstamm einzeln abbaut. Nur halt schnell. Und ohne, dass man da einzeln drauf klicken muss. Naja. Dann bin ich gleich wieder da, wenn ich noch ein bisschen Holz gesammelt habe, ein bisschen hier ja, Zeug gemacht habe und mir wieder neue Pferde gesucht habe. Naja, da muss ich mir irgendwie entweder das Pferdegatter draußen drinnen bauen oder ich muss was anderes finden, um das besser hinzubekommen.
Egal, ich bin gleich wieder da. Oh, da bin ich wieder. Ich habe ja, wieder zwei Pferde gefunden. Tolle Sache. Und ich glaube, ich werde jetzt erst einmal züchten. Und zwar braucht ihr erst einmal ein Vanilla-Pferd und ein Mo-Creatures-Pferd, um euch das erste richtig gute Mo-Creatures-Pferd zu besorgen. Wichtig ist, dass, jetzt muss ich nochmal gerade kurz öffnen, damit ich nichts vergesse. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie nicht dass sie die ganze Zeit innerhalb eines 4-Block-Radius bleiben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dass innerhalb eines 8-Block-Radius keine anderen Pferde sind. Also muss ich gerade nochmal gucken, na komm. Ich darf jetzt nochmal schnell zu finden sein. Ja, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Sehr schön. So etwas sollte man eigentlich vorbereiten, aber egal. Also, genau. Das Paar, das ihr züchten wollt, darf nicht mehr als 4 Blocks auseinander sein. Das ist es nicht, denn 1, 2, 3, 4 Blöcke und 1, 2, 3, 4 Blöcke. 4 mal 4, dann passt das. Dann nicht mehr als 8. Also in einem Radius von 8 Blöcken darf kein anderes Pferd sein. Das heißt, bis irgendwie hier oder so darf dann kein anderes sein. 1, 2, 3, 4. In diesem Radius hier darf kein anderes Pferd sein. Das ist auch noch wichtig, aber das ist hier auch nicht. Wir haben nur diese zwei Pferde. Beide müssen natürlich das richtige Essen bekommen. Das habe ich hier schon vorbereitet. Und dann brauchen wir einen halben Minecraft-Tag. Angeblich. Also einen halben Minecraft-Tag, das heißt einen Tag bzw. eine Nacht. So, und um nun Vanilla und More Creatures als erstes zu züchten, braucht ihr eine goldene Karotte und einen Pumpkin. Wichtig ist, Horses aus Vanilla sind Tier 1 und More Creatures sind direkt Tier 2. Es gibt aber, wie man auf der Grafik erkennen kann, ich weiß gar nicht, ich stelle euch den Link in die Beschreibung, ist es dann so, dass ich das gerade mal kurz machen, dass ich es auch nicht vergesse. Na komm. Das speichern. Dass ihr auch sehen könnt, welche Tier 2 Horses ihr braucht, um weitere Pferde zu züchten. Und zwar ist es so, Vanilla müsstet ihr eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ihr müsstet eigentlich jedes beliebige Vanilla-Pferd nehmen können, um weiter zu züchten. Bei More Creatures hingegen braucht ihr bestimmte Farben der Tiere oder bestimmtes Aussehen der Tiere, um direkt ein Tier 3 Pferd zu bekommen. Generell ist es so, von Anfang an habt ihr nur eine Chance, dass das Ganze glückt, wenn ihr das standardmäßig habt. Also wenn ihr standardmäßig das Spiel das erste Mal mit More Creatures ladet, habt ihr nur eine Chance, dass das Züchten so klappt. Wer schon mal mit Bienen aus Forestry gespielt hat, weiß, was ich meine. Es gibt eine Mutationschance, aber es ist halt nicht garantiert, dass es mutiert. Das heißt, ihr bekommt nicht, ihr könnt auch einfach nur ein More Creatures Pferd daraus bekommen oder halt, ich weiß nicht, ein Vanilla Pferd dürftet ihr eigentlich nicht daraus bekommen, aber ihr könnt auch halt einfach nur ein weiteres Tier 2 Pferd daraus bekommen. So, ich habe aber jetzt in den Configs von More Creatures, also unter Config, also im Ordner Config unter More Creatures die MOC Config, irgendwie ist es eine Art. Auf jeden Fall halt in der Config von More Creatures habe ich eingestellt, dass ich Simple Horse Breeding haben will. Und das heißt, dass ich immer direkt das Pferd bekomme, das ich möchte. Das heißt, ich habe keine Chance, sondern es ist 100%. Ich bekomme auf jeden Fall das, was ich haben möchte, wenn ich die richtigen Pferde zusammenzüchte. Und das ist mir halt relativ wichtig, weil ich keinen Bock habe, jahrelang nur Pferde zu züchten. Bei Bienen ist es eine andere Sache, aber bei denen kann man die Wahrscheinlichkeit erhöhen und man hat die Zeit. Hingegen hier möchte ich einfach Gas geben. Ich will keine Pferde umbringen müssen. Ich möchte die richtigen bekommen, weil ich weiß, dass ich Pferde, die ich nicht mehr brauche, einfach umbringe und gut ist. Und das ist nicht so schön. Ich will keine Pferde umbringen müssen. Erst recht nicht, wenn es nur Fohlen sind. Also mache ich Easy Horse Breeding an und dann kriege ich direkt die Pferde, die ich möchte. So, der Trick ist nur, dass es halt nur zwei von den Tier 2 Pferden gibt, die euch, wenn ihr es mit einem Tier 1 Pferd züchtet, überhaupt ein Tier 3 Pferd geben. Und eins davon ist dieses hier. Das gelbe Pferd, oder das ich weiß gar nicht, heißt das Fuchs? Ich glaube, es heißt Fuchs. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich wusste das irgendwann mal alles, aber ich weiß jetzt nicht mehr so genau,
kann auch Falbe oder so heißen. Jedenfalls halt das Ockergelbe kann man das, glaube ich, nennen. Ockergelb mit einer weißen Mähne, das ist ein sinnloses Tier 2 und das Reinbraune ist ein sinnloses Tier 2. Das heißt, die braucht ihr gar nicht erst zu fangen. Hingegen die beiden mit Flecken, die sind wichtig. Denn was ihr am Ende habt, Tier 4, sind die mit besonders vielen Flecken. Nämlich einmal ein Cow Horse, wie man das nennt. Weil es aussieht wie eine Kuh, nur halt Pferd. Also halt mit weißen und schwarzen, weiß mit schwarzen Flecken. Das ist dann halt ein Kuhpferd sozusagen, also Cow Horse. Und einmal ein Pferd, das aussieht wie kleiner Onkel von Bigby Langstrumpf, also mit ganz vielen kleinen schwarzen Flecken. Das sind die beiden Tier 4 Horses. Und die wollt ihr halt am Ende haben und deswegen braucht ihr möglichst gepunktete Viecher, um ja, möglichst schnell weiterzukommen. Gut, was wir jetzt haben wollen, ist eine goldene Karotte an das Viech und ein Pumpkin an das. Zack. Denn Vanilla Horses züchtet man mit goldenen Karotten und More Creatures eben mit Pumpkins. Und später brauchen wir halt nur noch Pumpkins, weil wir auch nur noch More Creatures Viecher züchten wollen. Und wie gesagt, jetzt müssen wir diesen halben Minecraft-Tag alleine lassen und dann sollten wir ein Fohlen bekommen, das wir dann züchten können. Weiter. Und dann können wir nämlich das Fohlen mit seinem Vater oder seiner Mutter, keine Ahnung was es ist, mit Curly züchten. Genau. Können wir das Fohlen, was da jetzt rauskommt, mit Curly züchten. Dann haben wir ein Tier 3. Ne, dann haben wir ein Tier 4 sogar schon. Weil dann haben wir bekommen jetzt ja als Fohlen ein Tier 3. Und wenn wir das Tier 3 mit dem Tier 2 zusammenkreuzen, haben wir ein Tier 4. Müssten wir zumindest dann eigentlich haben. Mal sehen, wenn wir die beiden Tier 4 haben. Naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, früher gefiel mir das besser, weil da war es klar, man braucht ein schwarzes und ein weißes Pferd von dem Tier 1 und dann hatte man alles, was man brauchte, um halt auf einen Schlag bis zu den Tier 4 Horses hochzukommen und dann konnte man weitermachen, aber inzwischen ist halt dank den Vanilla Horses ein bisschen komplizierter geworden. Naja, egal. Auf jeden Fall, jetzt lassen wir die einfach mal alleine. Die können jetzt ihre Spielchen da treiben. Natürlich sieht man das nicht, weil Minecraft ein kinderfreundliches Spiel ist, aber ihr wisst wahrscheinlich, was die machen. Und währenddessen möchte ich dafür sorgen, dass meine Tools-Kiste ein bisschen leerer wird, denn die ist mir momentan echt zu voll. Und ich habe schon ein paar Sachen rausgenommen, wie ihr seht, die ich jetzt gerne mal wegpacken möchte. Und zwar möchte ich mir gerne ein Disc-Rack machen. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Sticks. So, und dann ein paar Holzplanken, die ich zum Glück habe. Und dann haben wir ein Disc-Rack. Das Disc-Rack stellen wir uns irgendwo hin. Hängen wir einfach so in die Decke. Und da packen wir jetzt erstmal unsere Music Discs rein. Also ihr könnt dort einfach Music Discs reinpacken. Es funktionieren auch die Dinge aus Computer Craft, wenn ihr Computer Craft installiert habt. Als zweites hätte ich gerne einen Armor Stand. Oder ja, Armor Stand, das Ding aus Bibliocraft. Dafür brauchen wir Stone Slabs und Eisen. 4 Eisen und Stone Slabs. Habe ich Stone? Ja, habe ich. Zack, zack, zack. Haben wir 2 Armor Stands. Ich stelle die jetzt einfach erstmal irgendwo hin, das ist mir relativ egal momentan, weil ich einfach nur noch Platz schaffen möchte, bis wir endlich in ein neues Haus umziehen. Also stelle ich die jetzt einfach mal hier und hier hin, ist eigentlich vollkommen egal, wo ich die hinstelle. Wichtig ist, dass ich ein bisschen was loswerde. Und zwar packen wir mal das hier darauf. Das ist die Rüstung von dem Viech, das ich umgebracht habe. Und hier nochmal unsere Stahlrüstung. Und dann haben wir auch alles weg, was wir nicht mehr brauchen. Und ich könnte natürlich auch noch eine Trackmans-Dingens machen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und eigentlich müsste ich jetzt das Buch da auch reinpacken können. Ja, sehr schön. Denn ich habe jetzt in den Configs geändert, dass ich auch Bücher, die Crimson in ihrem Namen haben, dort reinpacken kann. Und somit kann ich jetzt auch das Crimson Rides Buch in das Bookcase packen. Vorher ging das halt nicht und jetzt geht es, weil ich die Configs geändert habe, um das zu erlauben, dass es funktioniert. Ja. Gut, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, als nächstes sollten wir uns endlich mal ein Haus bauen, denn ansonsten werden wir wahrscheinlich bald echt Probleme haben, mit diesem winzigen Loch hier klarzukommen. Also brauchen wir wohl endlich mal ein Haus. Nur ist jetzt die Frage, ich bin nicht wirklich der beste Bauer, also halt Builder im Sinne von Bauer, im Sinne von jemand, der was machen kann. Und hey, da ist mein Pferd. Das ging schnell. Wie wollen wir denn das zweite Pferd nennen? Das Tier 3 Viech, wovon ich nicht mehr weiß, wie es aussieht, aber gut. Ich nenne es mal... Wie nenne ich es denn? Keine Ahnung. Irgendwie. So. Und da haben wir unser kleines Tier 3 Pferd. Das ist... Ja. Passt. Passt sogar wirklich. Das ist... Tatsächlich, wenn das ist, dann passt es das.
Dann kommt auch das raus. Aber wenn ich das Tier-3-Feld hier mit dem zusammenzüchte, passiert genauer gesagt gar nichts. Und was ist, wenn ich das Tier 3 mit dem Tier 2 zusammenzüchte, kommt auch nichts raus. Hä? Ich probiere es einfach mal aus. Was passiert, wenn ich die beiden züchte? Nehmen wir uns doch nochmal eine goldene Karotte, denn ich glaube, wir brauchen nochmal eine goldene Karotte. Ein paar Wheat brauchen wir, oder Wheat, oder Weiß, oder wie auch immer man es nennen will. Und ein paar goldene Nuggets. Die will ja nicht reichen. So, und noch ein Pumpkin wieder. Und dann füttern wir das Viech mal. Und ihr seht, wie es ruckzuck größer wird. So einfach kann man ein Pferd züchten. Jetzt müssen wir ihm natürlich noch einen Apfel geben. Damit wir es auch züchten, damit wir es auch endgültig... Ach nee. Wenn man, wenn man in der Nähe steht, während man das züchtet, dann ist er direkt richtig. Das wir wollen jetzt noch einen Sattel. Und einen Sattel machen wir uns aus Leder. Und Eisen. Zack. Und jetzt setzen wir unseren Kalli auf. Und jetzt haben wir ein neues Pferd. Hopp. Und das kann ganz schön hochspringen. Und was wir jetzt nicht mehr brauchen, ist Curly. Der muss jetzt irgendwie weg. Weil ich möchte gerne mal gucken, was passiert, wenn ich es mit dem Vanilla Horse zusammen züchte. Bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich müsste ich jetzt noch wieder ein Pferd haben, aber ich habe keinen Bock, wieder rauszugehen. Also, naja, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass Curly aus dem Weg kommt. Und da brauche ich ein bisschen mehr Zäune. Ey. Wobei, eigentlich brauche ich gar nicht mehr Zäune. Ich brauche eigentlich nur... Es ging doch inzwischen, wenn ich eine Ladmere nehme. Es ist ein bisschen String. Und ein Slime Ball. So, wenn ich mir jetzt einen Zaunpfahl nehme, ich müsste ja noch einen Zaunpfahl haben, dann müsste ich doch eigentlich Curly an diesen Zaunpfahl anbinden können, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So, komm mal her. Zack. Und du bleibst jetzt da, ne? Wie weit kann man denn jetzt weglaufen? Immer noch viel zu weit. Zack. Aber wow, ich habe auch noch von Vanilla. Respekt. Von mir selber. Zu mir selber. Und da einmal bitte dran. Komm her, Curly. So. Das sollte reichen, um den 8-Block-Radius rauszuhalten. Und jetzt züchten wir mal Kalli und das namenlose Vanilla-Pferd zusammen und gucken mal, was dann rauskommt. Hoffentlich ein Tier 4 Horse. Ansonsten müssen wir halt gucken, dass wir ein paar Pferde zusammen züchten, um Tier 3 zu bekommen und dann mal sehen, was dann passiert. Da es ja zum Glück dank den tollen neuen Methoden mit der Leine relativ einfach ist, ein Pferd in der Nähe zu halten, ist es dann doch einfacher, als ich gedacht habe. Aber wir müssen uns nochmal einen Stall bauen. In jedem Falle würde ich jetzt langsam gerne ein Haus bauen. Es wird gerade Nacht, ne? Na gut. So, schlafen gehen. Auch wenn ich eigentlich in der Nacht mal ein bisschen rumlaufen müsste, um neue Viecher zu finden, aber... Oh, mir fällt gerade auf was auf. Nochmal oben zu lahm. Egal. Ja. Die beiden züchten schön. Hoffentlich. Und dann wollen wir mal gucken, was passiert. Gut, was wollen wir als nächstes machen? Erst einmal hätte ich gerne ein neues Tool. Und zwar will ich mal gucken, was ich damit so alles anstellen kann. Nicht den Carpenter's Chisel, auch wenn ich gerne mal wüsste, was der macht. Aber was mich interessiert, auch nicht der Chisel. Ich hätte gerne den Chisel. Genau, einfach nur ein Stick und Eisen. Eigentlich ein super einfaches, billiges Rezept. Zack, zack, dann haben wir einen Chisel. Was ihr damit machen könnt, ist, ihr könnt den rechtsklicken
und könnt dort eine ganze Menge verschiedener Blöcke reinpacken und sie in andere Blöcke umarbeiten, zum Beispiel in sowas hier. Und die sehen dann anders aus. Und sie haben sogar 200 Bit, was ich echt geil finde. Und dann könnt ihr sie da wieder reinigen und könnt sie wieder in andere Blöcke umwandeln, zum Beispiel einfach in Vanilla Cobblestone. Und das alles, ohne dass das Ding überhaupt Durability bekommt, was echt episch ist. Also, eine super Sache, dieser Chisel. Jetzt muss ich halt nur überlegen, woraus ich mein Zeug alles baue, wie ich überhaupt mein Haus baue, was ich für ein Haus baue. Ich will jetzt nicht unbedingt gleich ein Cobblestone 9x9 bauen, das werde selbst ich nicht tun. Aber was soll man sonst für ein Haus bauen? Vielleicht baue ich mir so ein Haus, was hier einfach mal so ein bisschen da dran vorsteht. Und dann kommt hier irgendwo noch ein Stall dazu. Dann mache ich vielleicht noch den Boden hier ein bisschen flacher, dass nicht überall gleich Berge sind. Dann mache ich vielleicht nochmal hier den Boden flacher. Das war übrigens der Excavator, der macht 3x3 Erde. Dann grabe ich mal ein bisschen was weg. Ich habe leider noch keinen Hammer. Den Cobblestone habe ich dahin gesetzt, um halt das Creeper-Loch zu flicken. Naja. Auf jeden Fall, dann gucke ich mir jetzt mal ein bisschen... baue ich hier noch ein bisschen was ab, um dann halt hier wirklich dann gleich was Schönes hinbauen zu können, was man dann vielleicht mal Haus nennen kann. Weil so eine Höhle im Loch hier ist ja doch nicht so das Schönste. Das kann dann später irgendwie, keine Ahnung was werden, vielleicht erstmal mein Kistenraum, das wäre gar nicht so das Effizienteste vielleicht. Dass dort mal in die Kisten reinkommen. Aber natürlich hätte ich dann doch ganz gerne mal einen richtigen Raum, der dann auch mal hier ein bisschen ist. Und wir haben wieder einen Warp-Effekt. Also ich werde hier mal ein bisschen durch die Gegend laufen, alles Mögliche abbauen und bin dann gleich wieder da, wenn ich eine Idee habe, was für ein Haus ich baue und ich ein bisschen Platz geschafft habe für das Haus, das ich bauen möchte. Also, bis gleich. Da sehe ich, wir sind sowieso am Ende. Also, gut, dann habt ihr jetzt gesehen, wie man Pferde züchtet. Ich, warte über die Aufnahme, wie was mein nächstes Pferd wird. Und in der nächsten Folge bauen wir uns dann ein neues Haus, züchten weiter unsere kleinen Pferdchen hier. Und, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich Potania, das wäre auf jeden Fall eine Idee, was ich als nächstes machen könnte, denn ich möchte ein bisschen schneller laufen können. Ich weiß nicht, ob es noch andere Mods gibt, die das so früh im Game einfügen, aber naja, mal sehen. Auf jeden Fall, ich gucke mir mal ein bisschen Zeug an und da haben wir auch schon unser kleines Pferdchen. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das geworden ist. Wie nennen wir das denn jetzt? Keine Ahnung, wir fallen langsam keine Namen mehr ein. Und was haben wir bekommen? Franz ist genau das gleiche wie sein Vater. Na toll. Dann entschuldige, aber du bist sinnlos, Franz. Genau das wollte ich nicht machen, deswegen habe ich Easy Breeding angeschaltet, aber anscheinend brauche ich entweder neue Pferde oder ich züchte die falschen zusammen, mal sehen. Wenn ich zwei von den gleichen zusammen züchte, bekomme ich auch immer nur das gleiche raus, ne? Bringt ja auch nichts. Also ich gucke über die zwischen den Aufnahmen mal, was ich so zusammen züchten muss, um das Richtige zu bekommen und dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich, ein bisschen rumgemacht habe, hier alles abgebaut habe und das fertig gemacht habe, soweit. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir die beiden zusammen züchten. Vielleicht bringt das ja was. Auf jeden Fall macht das Vanilla Horse ein bisschen lustigere Geräusche. Das finde ich schon mal lustig. Mal sehen, was passiert, wenn wir Curly und Cully zusammen züchten. Na, mal sehen. Also bis zur nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und was muss ich noch so an herumlabern, um endlich fertig zu werden. Jetzt habe ich zwei Kameras, was waren die da eigentlich dafür? Ich bin wieder mal intelligent. Ich muss sobald meine Farm anlegen dafür, sonst sind die da weg. Also gut. Dann lassen wir die beiden mal züchten. Ich baue schon mal ein bisschen Terrain hier weg und bin dann wieder da mit der nächsten Folge, wenn ich soweit alles gut fertig habe. Also wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Custom Pack und tschüss.